Hey Visionär, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Manuel Gonzalez. Ich bin Unternehmer, Autor und Mentor auch. Und heute geht es um das Thema drei Gründe, warum dein Studium dich vom Erfolg abhält. Und wenn du wissen willst, wie ich mein Geld verdiene, dann klick mal auf den ersten Link in der Infobox. Da erkläre ich das nämlich ziemlich genau. Und da erkläre ich auch, wieso ich mich eigentlich Visionär nenne und wie ich eigentlich auch die Welt verändern will. Und ob ich nicht vielleicht doch der größte Depp auf der ganzen Welt bin. So oder so. Drei Gründe, warum dein Studium dich vom Erfolg abhält. Nun, es ist erstmal, meine Stimme ist weg, sorry, wir waren ein bisschen viel feiern jetzt am Wochenende. Wir haben nämlich ein paar Gründe zu feiern und haben jetzt gesagt, okay, dann muss man auch mal das Leben genießen ein bisschen. Und Leute, das ist auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Ich sage auch immer, guck mal, es ist ganz wichtig, hart ranzuklotzen. Man sagt ja zum Beispiel McKinsey, die Unternehmensberatung, die sagen auch, work hard, play hard. Und das sehe ich auch genau so. Und deswegen jeden Tag so seine, ich sag mal unterschiedlich, mal 12, mal 16, mal 18 Stunden arbeiten, aber dann auch mal am Wochenende einen Tag komplett frei nehmen und einfach mal ein bisschen die kreative Energie wieder fließen lassen, weil das ist nun mal so, je tiefer du drin bist in deinem Rabbit Hole, desto, und je tiefer du drin auch bist in einem Hustle, desto weniger siehst du das große Bild, und deswegen ist es auch ganz wichtig, einfach mal sich einen Tag Pause zu nehmen. Jetzt habe ich schon wieder drumherum gelabert, Mensch. So, Daumen hoch für dieses Video, und zwar, damit ich beim nächsten Mal nicht drumherum laber. Das kann doch nicht sein. Drei Gründe, warum dich dein Studium vom Erfolg abhält. Nun, Punkt 1 ist erstmal, vielleicht kennt der eine oder andere da draußen, der BWL studiert zum Beispiel, den Begriff Opportunitätskosten. Das beschreibt, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 10 Euro habe und ich gebe die 10 Euro für Eis aus, ich hätte die 10 Euro auch für ein Buch ausgeben können. Und deswegen sind meine Opportunitätskosten das, wofür ich das Geld hätte ausgeben können und was ich damit erreicht hätte. Beispielsweise, wenn ich jetzt für 10 Euro Eis kaufe, ist mein Ertrag, dass ich dann halt dick werde. Und auch ein bisschen glücklich, muss man schon sagen. Eis macht auch ein bisschen glücklich. Aber wenn ich jetzt diese 10 Euro verwendet hätte, um ein Buch zu kaufen, dann kann es sein, dass dieses Buch mir genau das Wissen gegeben hat, hätte, was mir geholfen hätte, dann zum Beispiel ein Millionenbusiness aufzubauen, abzunehmen oder meinetwegen eine Frau zu finden, wie auch immer. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man, wenn man etwas investiert, und es gibt ja verschiedene Formen von Kapital, ne? Es gibt ja Wissen, es gibt ja Zeit, es gibt ja Geld, es gibt ja auch die Reichweite zum Beispiel, es gibt verschiedene Formen von Kapital. Und wenn ich mein Kapital investiere, dann ist es eben ganz wichtig, dass ich vorher schaue, wo hätte ich es denn sonst investieren können. Und das Wichtigste, wenn man von Opportunitätskosten spricht, ist halt nicht Geld, sondern das Wichtigste ist Zeit. Denn du hast ja nur 24 Stunden am Tag. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, ich bin so busy, ich habe keine Zeit, dann ist das Problem ja nicht, dass der keine Zeit hat, sondern dass er sich mit seiner Zeit schon so hart irgendwo für entschieden hat, dass er die Opportunitätskosten in Kauf nimmt, dass er zum Beispiel dich nicht treffen kann oder dass er zum Beispiel eine andere, viel bessere Business-Idee oder so gar nicht umsetzen kann. Und das ist so ein bisschen das Problem bei Opportunitätskosten. Das Studium nämlich, das sorgt dafür, dass du Opportunitätskosten hast, nämlich sowohl Zeit als auch zum Beispiel Wissen als auch Geld. Du könntest in der Zeit halt andere Sachen lernen, du könntest das Geld, was du eventuell für dein Studium ausgibst, für andere Sachen ausgeben und so weiter. Ich sage auch nicht per se, dass ein Studium Kacke ist, das muss man auch dazu sagen. Ich selber habe ja sogar zu Ende studiert auch, und ich weiß auch, dass viele Leute nicht zu Ende studiert haben. Und weder das eine noch das andere ist richtig oder falsch. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Wichtig ist aber, dass du, wenn du studierst, eben auch ganz, ganz wichtige, eine wichtige Zeit verlierst eben, und das ist auch der zweite Grund, du verpasst eben die besten Lehrjahre. Ich meine, du wirst es niemals wieder, sind quasi auch Opportunitätskosten. Du wirst dann nämlich niemals wieder an diesen Punkt kommen, wo du Anfang 20 bist oder sogar noch bevor du 20 bist und dann die Möglichkeit haben, dass du von deinen Eltern zum Beispiel noch finanziert wirst und das alles so, du lebst quasi im gemachten Nest und du kannst jetzt die nächsten 3 Jahre, wo jemand anderes studiert hätte, könntest du jeden Tag die 6 oder 8 Stunden, die er studiert, kannst du verwenden, um Autodidakt zu lernen, indem du die richtigen Videokurse holst, die richtigen Bücher holst, dich den richtigen Mentoren anschließt und vielleicht selber auch wirklich ein Mentoring machst. Und das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass du es bei mir machen musst oder so, aber es ist halt einfach wichtig, dass du jemanden suchst, der den Weg, den du gehen willst, schon mal gegangen ist, und dann gehst du den halt einfach mit oder nach. Und ich sage immer so, die erste Million machst du halt nicht auf deinem eigenen Weg, sondern die erste Million machst du auf dem Weg eines anderen. Und dann, wenn du erst einmal eine Million gemacht hast, dann hast du all das schon gesehen und dann kannst du die nächste Million halt auf dem eigenen Weg machen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich weiß von allen Leuten, die man so kennt, auch auf YouTube, die ihre Business-Sachen und da sowas auch vertreten, die allermeisten von denen haben die Quellen auch benutzt, die ich auch benutze, haben auch die Mentoren oder zumindest Teile der Mentoren, die ich auch habe. Und das liegt einfach daran, dass du das Rad nicht neu erfinden willst, sondern du willst das Rad, das bereits da ist, verwenden, um an dein Ziel zu kommen. Und von da aus kommst du dann ans nächste Ziel wieder und dann bastelst du dir meinetwegen dein eigenes Rad. Aber erst einmal springst du auf den Zug auf und das macht es halt leichter. Und dann hast du auch die Freiheit,
zu machen, was du willst. Okay. Das ist also ganz einfach, wenn du Anfang 20 oder sogar noch unter 20 bist. Und du lernst natürlich im Studium ganz viele Studenten kennen. Und das hat auf der einen Seite einen Vorteil, weil du lernst ja Studenten kennen und du lebst so ein bisschen das Studentenleben. Das ist auch lustig. Und ich, ganz ehrlich, ich hatte echt viel Spaß in meinem Studium. Es ist aber auch auf der gleichen Seite so, dass du das gleiche Problem hast wie bei Networking-Events, ne? Oder bei solchen, bei so Treffen, wo man einfach zusammenkommt. Die wirklich Erfolgreichen sind da selten. Und wenn, dann sind die nur kurz da, um mal zu winken und gehen wieder zurück. Und das Problem ist dann, es gibt so einen gewissen Login auf einer niederen, und niedere klingt so böse, auf so einer etwas unerfahrenen Ebene. Das heißt, wenn du so ein Network-Treffen hast, wer geht denn da hin? Natürlich gehen da die Leute hin, die nicht genug Network haben, die dann natürlich entsprechend netzwerken müssen und wollen. Und jemand, der, wenn wir zum Beispiel Flavio Simonetti, was ist mit ihm? Wird er jetzt besonders viel auf Networking-Events gehen? Nein, warum? Weil man ihn kennt, weil die Leute auf ihn zukommen. Das heißt, wenn du auf Networking-Events gehst, dann triffst du halt nicht den Flavio, dann triffst du halt nicht den Julian, dann triffst du halt nicht die Leute, die schon Erfolg haben, sondern triffst die Leute, die halt noch alles dafür tun, um Erfolg zu bekommen. Und so ist es eben auch im Studium. Du bist halt umgeben von Studenten. Und Studenten haben halt verschiedene Glaubenssätze, Studenten haben halt bestimmte Einstellungen. Und Studenten sind halt jetzt keine schlechten oder guten Menschen, Studenten sind einfach Studenten. Und das Problem bei Studenten ist dann eben, die sind halt nicht auf YouTube und gucken sich dieses Video hier an. Die sind halt nicht dabei, sich Bücher reinzuziehen und ihren Lebenssinn zu finden und sonst, oh, wo ich gerade von Lebenssinn erzähle. Klick mal auf den ersten Link auch in der Infobox, dann da erkläre ich dir, wie du deinen Lebenssinn findest. Und jetzt aber nochmal, der Punkt ist einfach, wenn du mit Studenten bist, hast du einfach das Problem, dass dein Horizont der ist, auch den auch die Studenten haben. Und das ist blöd, weil die fünf Leute, die dich umgeben, sind die fünf, du bist der Durchschnitt, der Querschnitt von denen. Und du willst ja dann auch, dass dich jemand umgibt, der viel krasser ist als du. Und der wenigstens, wenn er nicht krasser ist als du, der zumindest mal auf deinem Weg ist auch, der auch Unternehmer wird, der auch, was auch immer, Multilevel-Marketing, Online-Marketing, was auch immer, irgendwelche Sachen macht, die dich auch interessieren, dafür sorgen, dass du auf deinem Weg eben auch weiterkommst. Und deswegen einfach hier nochmal konkret, ein Studium ist nicht gut oder schlecht, ein Studium ist ein Weg, der dich an ein Ziel führen wird und du musst einfach für dich selber wissen, ob das das Ziel ist, wo du hin willst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sei dir auch dessen bewusst, dass deine Mama sagen wird, hey, warum studierst du nicht? Dein Papa wird sagen, Sohn, mach was Anständiges. Deine Freunde werden sagen, Mensch, Mädchen, warum studierst du nicht? Was ist das für eine Scheiße mit deinem Unternehmertum oder sowas? Und das ist halt normal, weil die ganze Welt tickt so, dass einfach du deinen Abschluss machst und dann gehst du arbeiten, machst ein Traineeship und so weiter. Das ist so, so funktioniert die Welt. Und das ist dir und mir genauso gleich bewusst, dass das eben der sichere Weg ist, halt der alte Weg ist halt der Weg, den du aber nicht gehen willst, weil der sichere Weg ist gar nicht sicher, weil der sichere Weg sorgt dafür, dass du so schnell gefeuert wirst, wenn du nicht das machst, was jemand anderes sagt. Und das ist auch nicht mal immer das, was du willst, sondern das ist das, was der will. Und wenn du machen willst, was du willst, wenn du deine Stärken, deine natürlichen Stärken, deine natürlichen Interessen nutzen willst, um deine Ziele zu erreichen und einfach wirklich Erfolg zu haben, dann scheiße, geh nicht studieren, arbeite nicht in irgendeinem normalen Unternehmen, sondern nimm jemanden wie Julia, nimm jemanden wie Flavio, nimm jemanden wie egal wer, zu dem du aufschaust und fang einfach an, für den zu arbeiten. Im Zweifelsfall komplett kostenlos. Das ist scheißegal, weil glaub mir, das, was du lernen wirst, wenn du mit einem krassen Typen zusammenarbeitest, ist viel krasser, als was dir ein Studium jemals geben könnte. Denn ein Studium ist dafür gedacht, dich auf den Weg der breiten Masse vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass du der Nächste von den 10.000 wirst, die diesen Abschluss dieses Jahr machen. Und wenn du einen Mentoren hast und für den arbeitest und das meinetwegen kostenlos und dann alles lernst, was der drauf hat, ich bitte dich, dann bist du einer von 10 Leuten oder sowas und das sind die, die das nächste Mal, wenn die Leute, die 10.000 Leute ihren Studienabschluss haben, die dann sagen, hey, ich brauche jemanden, der für mich arbeitet und dann arbeiten die Studenten für die, die bei den Mentoren diese Ausbildung gemacht haben. Und Leute, ich sag's euch einfach, wie es ist. Ich persönlich, ich bin kein großer Freund davon zu studieren. Ich sage, wie gesagt, nicht, dass es gut oder schlecht ist. Entscheide das für euch selber. Aber ich würde jetzt nicht nochmal studieren. Ich würde jetzt einfach quasi einen Mentoren studieren und bei ihm einfach lernen. Gut, ein kleiner Rant ist jetzt doch noch draus geworden. Ich wollte eigentlich gar nicht so hart Partei ergreifen. Aber ihr wisst ja manchmal, wie das ist, wenn einen das Thema berührt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euren Kommentar und ich freue mich auch auf einen Daumen hoch oder Daumen runter, wenn das Thema für euch interessant ist und wenn einfach auch dieses Selbstfindungsthema für euch interessant ist. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und alles Gute. Und nicht vergessen, Webinar, Link, Infobox. Du weißt. Bis dahin, ciao.